Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Test Gothic 3. Bei der letzten Folge, Folge 4, fürs Erste, vielleicht ergibt sich ja noch was, dass man es vielleicht Let's Playen könnte. Aber nun gut, wo ist denn hier Gorn? Da. Pass auf dich auf. Okay. Gelford? Wenn du durch die hiesigen Wälder streifst, solltest du äußerst vorsichtig sein. Die Orks haben überall ihre Speer in diesem Gebiet. Okay, das ist sehr interessant. Nun gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Kap Dun. Kap Dun ist in diese Richtung. Oh, was ist denn hier? Meine Truhe. Ja, die nehmen wir doch gerne mit. Der arme Typ davor, den hat's wohl erwischt. Naja, es wird gerade Nacht. Also es gibt wieder einen Tag-Nacht-Zyklus. Was ist denn hier? Da steht ein Mensch. Ah. Oh. Top-Org. Was tust du hier, Mora? Solltest du nicht besser auf den Feldern arbeiten? Ich will für dich hoffen, dass du schon einen Besitzer hast, denn sonst gehörst du jetzt mir. Ich will euren Sklaven da draußen haben. Du hast gar nichts zu wollen. Du wirst mir jetzt Rede und Antwort stehlen, Mora. Ich bin gekommen, um dich zum Zweikampf zu fordern. Ganz schön anmaßend von dir, kleiner Mann. Aber wie du willst, du sollst deinen Kampf haben. Niemand besiegt mich, Mora. Da. Oh. Natürlich. Oh, das war nicht so gut. Der Mora hat Gold. Das ist gut. Die Waffe gehört jetzt mir, Mora. Das ist nicht so toll jetzt. Naja, haben wir ja noch einen zweiten. Das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Hab gedacht, der ist ein bisschen schwächer. Aber nun gut, dann machen wir das halt nicht und rennen direkt durch nach Kap Dun. Wie viel Gold haben wir uns verloren? Ah, toll. Die Hälfte. Naja. Ich habe aber keine Ahnung, warum das teilweise ruckelt. Na. Blöder Wolf. Drecksvieh. So. Da ist doch schon die erste Hütte. Da ist noch ein Wolf. Oh, das sind Vieh. Oh. Das war nicht meine Absicht. Nein, das war nicht meine Absicht. Kannst du mir mal kurz helfen, du da? Oh, das ist nicht gut. Nein, da sind wir gestorben. Habe ich ihn gespeichert? Oh Gott. Das tut mir jetzt leid. Aber naja, es kann halt nicht alles nach Plan laufen. Dann würde ich sagen, rennen wir jetzt gleich kurz durch nach Kap Dun. Muss ich nochmal kurz mit dem Jarvis reden. Mal hier, ah, Javier. Ich überspringe das jetzt mal kurz alles. Haben wir ja alles gerade schon gehört, beziehungsweise letzte Folge. Wer
So. Dann werden wir jetzt direkt nach Kapdun einfach rennen. Ohne jetzt vorher noch irgendwelche Sachen abzugeben, eben. Ja, das ist jetzt gerade nicht so toll gelaufen. Aber naja, jetzt haben wir wenigstens noch unser Gold. Immer das Positive sehen. Irgendwann ist doch das vorbei. Einige Probleme erledigen sich. Hör bloß auf mit der Scheiße. So, Kapdun ist in die Richtung. So. Trinken wir mal eben kurz einen Heiltrank. Zur Sicherheit. Und rennen dann mal. Da war was. Oder? Ja, dann war da nichts. Da vorne sehen wir Kapdun schon. Oh. Diesmal waren es zwei Wölfe. Boah, wie viele von den Wölfen sind denn hier? Na gut, reden wir nochmal mit Jens, der hat uns ja gerade schon versucht zu helfen. Reisende sind selten geworden, seit die Orks hier sind. Hast du dich verlaufen oder bist du auf dem Weg ins Dorf? Ich will ins Dorf. Ich will ins Dorf. Dann bist du auf der Suche nach Arbeit, was? Kommt auf die Arbeit an. Die Söldner im Dorf brauchen bestimmt noch jemanden. Vorausgesetzt, du kannst mit einer Waffe umgehen. Hm. Was machst du hier? Ich bin Jäger, aber die Zeiten sind schlecht. Zu viele Wölfe, zu wenig Wild. Zum Glück machen mir die Orks einen sehr guten Preis für die Wolfsfelle. Okay. Kannst du mir beibringen, wie man jagt? Klar kann ich das. Aber was habe ich davon? Was verlangst du? Bring mir 10 Wolfsfelle, die ich verkaufen kann. Die Orks in Kapdun haben Massen davon. Anschließend zeige ich dir, wie man jagt. Okay. Das hört sich gut an. Dann würde ich sagen, rennen wir jetzt erstmal nach Kapdun. Hallo Silas. Oho, ein neues Gesicht. Ich bin Söldner. Mein Name ist Silas. Ich bin... eine weitere arme Sau, die versucht klarzukommen. Ich kenne das. Ist bei uns allen gleich. Melde dich bei Bufford. Vielleicht hat er Arbeit für dich. Wenn ich Glück habe, bekommst du meinen Job. Wer ist Bufford? Er ist ja der Chef. Zumindest von uns Söldnern. Also, wenn du nicht gerade ein Ork bist und zu Uruk gehörst, ist er deine einzige Chance, hier ein Bein auf die Erde zu kriegen. Du findest ihn am Ende der Hauptstraße. Er steht meistens vor seiner Hütte. Okay. Was machst du hier? Ich muss hier auf die Sklaven aufpassen. Vor kurzem ist einer von ihnen abgehauen. Seitdem dürfen wir die Sklaven keinen Augenblick unbewacht lassen. Was gibt es in der Stadt? Stadt? Kapdun ist viel, aber sicher keine Stadt. Hier gibt es nicht mal eine ordentliche Kneipe. Aber wenigstens bekommt man hier Arbeit. Du wirst schon zurechtkommen. Hm. Alles klar. Oh, dann wollen wir mal rein. Oh Mann, hier liegen hier hängen Tote. Hier sind Sklaven. Okay. Wer bist du denn? Hey, Gamal. Du siehst aus, als könntest du ein paar Goldmünzen nebenbei gut gebrauchen. Wer bist du? Ein Diener Beliars, ein Assassine. Ich komme aus dem Süden, jenseits eurer Grenzen. Ich bin in euer Land gekommen, um den Orks meine Dienste als Sklavenjäger anzubieten. Du versklavst Menschen für die Orks? Das ist eine Arbeit wie jede andere auch. Erst kürzlich habe ich den Orks sogar einen echten Paladin verkauft. Du hast deinen Paladin an die Orks verkauft? Er sitzt oben im Leuchtturm und wird von den Orks verhört. Hier habe ich angemessen Gold für ihn bekommen. Seine Ausrüstung allerdings war nichts wert. Eine kaputte Rüstung, einen wertlosen Kelch und ein bisschen Kleinkram. Wo ist die Ausrüstung des gefangenen Paladins jetzt? Bei Urkras. Lumpige 50 Goldstücke hat er mir dafür gegeben. Hm.
Okay. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Also das hier ist Kapdun. Was ist denn hier? Benimm dich in dieser Stadt, Neuling. Sonst wirst du als Fischfutter enden. Okay. Wessen Haus ist das hier? Hier wohnt Uruk. Er ist der Boss der Stadt. Komm nur nicht auf die Idee, ohne Erlaubnis durch diese Tür zu gehen. Klar? Alles klar. Ich denke mal nicht, dass wir mit dem sprechen können. Das ist Bofford. Allerdings würde ich sagen, wir gucken uns jetzt hier nochmal kurz die Stadt an. Aber es ist halt das Dorf, wie sie ja sagen. Da ist noch ein abgebranntes Haus. Was ist denn das da drüben? Ach, das ist der andere Kontinent. Guck mal, da kann man sogar hin. Da kann man sogar hin. Da ist auch noch eine kleine Insel, da wir ohne Geoma hin können. Hm, schön. So, wen haben wir hier? Hey du, komm her. Meine Waren sind immer noch nicht gekommen. Was macht ihr Söldner eigentlich den ganzen Tag? Aber... Schweig! Ich will, dass du mir meine Waren zurückbringst. Und wehe, du kreuzt vorher nochmal hier auf. Ah. Das ist also der mit dem Paladin. Interessant. Hier scheinen dann die Söldner zu sein, weil hier sind halt mehrere Söldner und das Lager. Dann gucken wir hier. Oh Mann. Das waren wohl mal Paladine. Die haben sie da aufgehangen. Eieiei. Nicht schön. Ah, hier ist wahrscheinlich die Arena, habe ich recht? Wahrscheinlich. Da ist, ich denke mal, den Turm waren die mit, wo der Paladin drin ist. Gucken wir doch mal eben. Wäre jetzt ziemlich witzig, wenn wir da jetzt einfach so rein können. Okay, hier ist er nicht. Hat ja aber auch eine schöne Ausblicht. Wieder auf die Insel da. Und da hinten, da sieht man auch noch Adea. Mit dem Leuchtturm. Naja. Wo? Oh, da wollen wir mal gucken. Wen haben wir denn hier? Haben wir hier vielleicht ein paar Dinge? Keinen Schritt weiter. Nein, das gibt doch wir wissen wieder. Nicht, ob wir dir vertrauen können. Ha. Okay. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Also brauche ich Ruf in Kapdun hier? Keinen Schritt weiter. Ja, ist in Ordnung. Ich brauche Ruf in Kapdun, damit ich da rein kann. Das ist auch gut. Ich denke mal, das gleiche gilt dann für den Boss. Also Uruk. Hieß er. Hier liegen auch ein paar Tote. Da ist ein Grabstein. Ich gucke gerade, ob man da was drauf entziffern kann. Was haben wir denn hier? Hier ist eine Höhle. Okay. Die könnte man sich vielleicht sogar zum Vorteil nutzen, wenn man angreift. Das wäre ja witzig. Oh Mann. Naja, dann würde ich sagen, mit dem Anblick hier auf Kapdun beenden wir dieses Let's Test. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hat euch einen guten Einblick gegeben in Gothic 3, beziehungsweise was in Gothic 3 noch alles passieren wird. Und ja, wenn ihr das Spiel selbst kaufen wollt, der Link dafür ist in der Beschreibung, sowohl von Steam als auch von Amazon. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei einem der anderen Videos wieder. Tschüss!